Ah ja, das ist die Heidi von der Wisdom Factory, die im Moment in Italien ist. Aber sie kommt ursprünglich aus Coburg. Und mit mir ist Heike, heißt fast genauso wie ich, aber nicht ganz so. Und sie kommt auch aus Coburg. Und wir haben uns verabredet, denn sie hat ein paar Fragen an mich. Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, da kann ich auch mal interviewt werden. Nämlich normalerweise tue ich immer die anderen Leute interviewen. Und ich finde es jetzt mal spannend. Mal sehen, was dabei rauskommt. So, frag, schieß los. Ah, oh, liebe Heidi, ich freue mich total, dass wir jetzt hier heute Zeit gefunden haben und dass du ein bisschen erzählen möchtest. Das ist total großartig. Also ich bin total in Resonanz gegangen, als du von Integral Theory erzählt hast und erzählt hast, dass du mit Spiral Dynamics schon viel gemacht hast. Und um vielleicht noch kurz den Bogen einfach auch für mich zu schlagen, ist, wie du von Coburg bis zur Integral Theory durchgedrungen bist. Wie ging denn da dein Weg? Ja, das ist eine lange Geschichte. Also von Coburg, wie habe ich dir kurz vorher gesagt, bin ich erst nach Berlin zum Studieren und habe ewig lang hab mit Mathe und Physik angefangen, weil mein Lehrer so gut war. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, also Physik ist es nur wirklich nicht. Obwohl heutzutage interessiert es mich wieder, ja, aber damals halt nicht. Und dann bin ich nach England, einen Kurs gemacht und habe ich gedacht, ach, machst du, war noch auf Lehrer, ne? Lehrerstudium. Mein Vater hat ja immer gesagt, also du bist ja nur eine Frau, am besten wirst du Lehrer. Dann kannst du nach den Kindern immer wieder einsteigen. Fand ich durchaus inspirierend, aber naja. Und dann habe ich halt auf Englisch gewechselt mit Mathematik und am Ende habe ich dann einen Professor gefunden für Sachen, die mich wirklich interessiert haben. Das war Linguistik. Das war damals die Zeit, als man versuchte, automatisches Übersetzen irgendwie möglich zu machen, überhaupt mal zu definieren, was kann in einem Bereich von bestimmten Verben überhaupt anschließend kommen und so. Ich meine, heute sind wir ja ganz toll eigentlich in den Übersetzungsmaschinen, aber damals war es wirklich der allergrößte Anfang und Noam Chomsky war natürlich Pflichtlektüre damals und es hat mich auch wirklich interessiert. Auch eins war, ach nee, das war im Englischstudium, Altenglisch. Oder Mittelenglisch. Und da habe ich erstmal die Verbindung zwischen Deutsch und Englisch. Ne? Also, es hat mich fasziniert. Wir sagen auf Deutsch Knecht und auf Englisch heißt Knight. Aber um die Zeit damals wurde das Knicht ausgesprochen. Also, das gleiche Wort. Ne? Und dann fängst du an, dann weiter zu gucken. Und das fand ich total faszinierend. Aber ich habe halt immer gleichzeitig gesungen, aber halt so im Chor und so. Und irgendwann dann im Berufschor sogar und wollte eigentlich singen. Und nach dem Examen, was ich dann endlich geschafft habe, habe ich eine Weile gesungen, auch solo und so. Und dann hatte ich das Gefühl, nee, das ist nicht meine Stimme, das reicht noch nicht, das ist es noch nicht. Die haben mir immer gesagt, ja, es klingt schön, nett, aber du kommst ja über kein Orchester weg. Ja, dachte ich, naja, gut, also. Und wie das so manchmal ist, man hat ja das Gefühl, dass man mehr drin hat, als so rauskommt, nicht? Und man hat nur noch nicht den richtigen Weg gefunden. Und deswegen bin ich nach Italien. Da war ich aber eben schon 32 und an einem normalen Konservatorium wäre ich überhaupt nicht mehr aufgenommen worden. Und dann habe ich halt hier weitergemacht mit Privatunterricht. Und dann war ich mit dem einen Mann zusammen, mit dem ich hier das Haus gekauft habe. Und ja, und als wir uns getrennt haben, da musste ich selber Geld verdienen. Ja. Und mit Singen verdienst du ja noch nicht so viel Geld. Und dann kam eine Synchronicity, wird man das heute sagen. Damals habe ich es nicht als sowas bezeichnet. Nach dem anderen, da war ein Gast mal da und dann rief er an, ah, er ist ein Chorleiter an der amerikanischen Schule und er bräuchte für ein Konzert Mozart Requiem in Sopran, ob ich das machen würde. Ja, sage ich, wunderbar. Und dann sagt er, und er wollte ja schon immer einen Coach, einen Stimmcoach für seinen Chor. Und da bin ich halt hin, nicht? Und dann kam ein Schüler und dann der nächste Schüler und so weiter. Und so habe ich über 20 Jahre dann unterrichtet. An der deutschen Schule im Nachmittagsunterricht und an der deutschen Kirche über 15 Jahre im Chor gehabt und auch Leute unterrichtet. Und naja, und komme ich zu Wilber? Da habe ich 1997, glaube ich, ja genau, das war das Erdbebenjahr in Assisi, da habe ich einen Kurs gemacht in NLP,
in Assisi. Und der Lehrer hat uns Bücher empfohlen von Ken Wilber, Grace and Grit. Also, wie sagt man auf Deutsch? Gnade, Mut und Gnade. Und das war eben auch schon auf Italienisch übersetzt. Und nee, das andere. No Boundaries. Das war auf Italienisch übersetzt. Und ich habe das gelesen und dann dachte ich, oh. Ja, und dann habe ich dann langsam nach anderen Büchern gesucht, auf Deutsch. Und der richtige Durchschlag kam mit Ab vom Eden, Halbzeit der Evolution, wo ich ganz viele Fragen, die ich so immer so latent hatte, die mir aber gar nicht so klar waren, aber wo ich mich immer gewundert habe, ja, komisch, ne? Und dann plötzlich fand ich da Antworten und dann dachte ich, oh. Und dann, wie ich halt immer bin, wenn ich was Neues entdecke, will ich es allen Leuten erzählen und die Leute um mich rum, die gucken so, ja. Überhaupt nicht interessiert an gar nichts. Da dachte ich immer, also entweder spinnst du oder ich weiß auch nicht. Ja, und dann gab es damals in Deutschland den sogenannten Arbeitskreis Ken Wilber. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da hingekommen bin, denn da hatte ich ja noch kein Internet. Aber irgendwie, wie die Sachen halt so laufen, du weißt es nicht wirklich. Und dann bin ich dann das erste Mal, glaube ich, 2000 nach Berlin gefahren zum ersten Treffen von denen. Das war irgendwo in Ex-Ost. Fand ich spannend, weil ich war ja 12 Jahre in Berlin, wo Ost und West noch intakt war. Und dann die Stadt anders zu sehen, fand ich also schon toll. Naja, und dann war das schön. Und dann bin ich jedes Jahr, wenn wir da solche Treffen waren, bin ich immer nach Deutschland gefahren, weil das waren dann die einzigen Leute, die so, also mit denen ich reden konnte, die nicht dachten, ich spinne komplett, wenn ich irgend sowas Fragen stellte. Man muss ja auch Fragen stellen, weil wenn du die Bücher liest, dann sagst du dir, ja, na, schön, aber, ne? Und wenn du niemanden hast zum Fragen, ist das halt schon schlecht. Mhm. Ja, und das ist praktisch so, wie ich da rangekommen bin. Aber wie ganz genau? Ja, außer dem NLP-Kurs. Aber dass ich dann so weitergegangen bin und dann irgendwann mal das Gefühl hatte, oh, jetzt bist du vielleicht integral oder sowas. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin, dass es mich überhaupt interessiert hat. Denn Ken Wilber sagte immer, das interessiert eins diese Sachen erst, wenn man so weit ist. Mhm. Und die Frage, wie ich da hingekommen bin, ich muss schon sagen, ich hatte viele Erfahrungen gemacht, ne, durch mein Leben. Also das war nicht langweilig, ja, also auch viele grenzwertige Erfahrungen. Aber ich würde mal sagen, komplett unbewusst. Mhm. Also einfach so immer das Gefühl gehabt, das schubst mich einer von hinten in irgendeine neue Situation rein. Jetzt bin ich da, jetzt muss ich rudern und sehen, wie ich da wieder rauskomme. Ne? Ja, was bedeutet denn heute für dich die Integral Theory? Das ist für mich die Grundlage. Die Grundlage, wie ich die Welt sehe, wie ich lebe, wie ich ja, wie ich bin, wie ich verstehe, wie ich die Dinge verstehe. Ja? Das war ja auch gerade, weil du hast vorhin Spiral Dynamics angesprochen, das ist ja dann in praktisch als Farbencode anfangs eingebunden worden in die integrale Theorie. Das ist eben erstaunlich, ne? Wenn du plötzlich merkst, die Leute spinnen ja gar nicht, wenn sie was anders denken wie du. Die sind halt bloß auf einer anderen Stufe und können das einfach noch nicht sehen, was du siehst. Das klingt dann immer arrogant, aber letztendlich ist es nicht, wenn man nämlich als Beispiel sieht, das ist so ähnlich, wenn du ein 10-jähriges Kind verlangst, von denen irgendwelche Mathestudium an der Universität zu machen. Ne? Oder von dem Baby verlangst, dass er jetzt schon das 1x1 kann oder so. Das geht eben nicht, weil sie das noch nicht können. Bei Kindern ist es uns ziemlich klar, dass es Entwicklungsstufen gibt. Aber als Erwachsene, da denken wir, wir sind 18 oder 20 und dann sind wir fertig. Ne? Und das ist es eben wirklich nicht. Und wenn ich jetzt so, was so in der Welt los ist, ja, das ist ein Kampf von verschiedenen Entwicklungsstufen. Ne?
Und Ideologien und Fundamentalismus ist im Allgemeinen so die konventionelle Entwicklungsstufe, die vierte. Nur wo es ich habe Recht und ich kümmere mich um meine eigene, um mein eigenes Land, um meine eigene größere Gruppe, ne? Und die anderen können mir den Buckel runterrutschen. Ne? Das ist, die können halt nur das sehen. Ne? Oder so die egozentrische Stufe, die ist ja jetzt auch ordentlich am Aufwallen. Ne? Da geht es ja wirklich nur um mich. Ne? Make America great again. Eigentlich heißt es, I want to be the greatest. Ja, aber du musst dich nicht ärgern. So viele Leute ärgern sich und klagen an und sowas. Aber wenn ein Mensch hauptsächlich auf dieser Stufe steht und die anderen Stufen Tools nur verwenden kann, zu seinem, in dem Fall als egozentrisch, zu seinem Zweck, ich will mal sagen, da kann er nicht wirklich was dafür. Es ist einfach, man kann das in einem gewissen Sinne sagen, ist einfach beschränkt, aber nicht beschränkt im Sinne von blöd, sondern beschränkt in der Möglichkeit von einen Überblick haben. Ne? Das ist so ähnlich. Man sagt ja auch auf Deutsch, ne, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber wenn man von oben im Helikopter runter guckt, da sieht man, da ist ein Stück Wald und da ist ein Stück Wald und dazwischen ist nichts. Und es gibt halt genug Menschen, die können das nicht. Die können nicht von oben runter gucken. Und das war für mich eine der Haupterkenntnisse von meiner Beschäftigung mit integraler Theorie. Es gibt natürlich noch viele andere auch. Zum Beispiel, ich habe gesagt, von dem Buch Halbzeit der Evolution, ne? Da bin ich tagsüber arbeiten und abends konnte ich gar nicht warten, bis ich wieder nach Hause kam, um das Buch zu lesen. Da hat zum Beispiel Ken Wilber darüber gesprochen, über Frau und Mann, ja, dass die Frauen ja irgendwie, wir sagen ja heute, unterdrückt gewesen wären. Und er hat dann ganz klar gesagt, wenn die Frauen unterdrückt gewesen wären, das geht nicht, dass die Hälfte der Menschheit, die etwas größere Hälfte der Menschheit unterdrückt. Also die Frauen haben irgendwie beigetragen, dass sie in der Position stehen, in der sie lange Zeit standen. Ja? Und einen ganz tollen Begründung fand ich, dass der Übergang von den weiblichen Gottheiten zu den männlichen Gottheiten, als der stattfand, da jeder Übergang, jede Transformation geht damit einher, dass man das, was vorher war, erstmal ablehnt und dann sollte man es integrieren. Ja? Und in der Situation, als die weiblichen Gottheiten abgelehnt wurden, hat man sozusagen eine Verwechslung gemacht. Man hat es mit einer menschlichen Frau verwechselt. Und die Frauen auch. Und als es da dagegen war, wurde praktisch das Weibliche weggeschubst, sozusagen, als überholt oder sowas. Ne? Aber ja, das machte für mich sehr viel Sinn. Und dass die Frauen eben mitgewirkt haben. Und wenn du es wirklich so siehst, die waren ja in dem Sinne nicht unterdrückt. In ländlichen Bereichen hat eine Frau ungeheuer viel zu tun und ungeheuer viel Kompetenz in ländlichen Gesellschaften. Das ist nicht so, dass da der Mann oben steht und denen erzählt, was er zu tun haben und so im Allgemeinen, heutzutage vielleicht schon, ja. Aber früher war das nicht so. Ich glaube, diese. Was wir als Unterdrückung bezeichnen, das ist jetzt meine Meinung, die ich vielleicht auch gelesen habe, aber ich weiß nicht mehr, ist mit der Industriezeitalter, dass da diese Trennung von Haus- und Arbeitsbereich so stark war, dass dann die Rollen so stark getrennt waren und es sich dann so eingespielt hat, ne, dass die Frauen halt zu Hause waren und die Männer draußen. Und ich muss auch ehrlich sagen, es hat ja auch einen Vorteil, wenn du nicht draußen rumkämpfen musst, nicht? Und das vergessen wir ja auch, dass es durchaus, wenn es nicht auch Vorteile gebracht hätte, und zwar nennenswerte Vorteile gebracht hätte, hätten wir das nicht mit uns geschehen lassen. Und dass wir dann irgendwann mal wählen wollten und die Frauen dafür eingestanden sind und eben den Kopf geschoren gekriegt haben, lang genug aber durchgehalten haben, das ist klasse. Das ist absolut klasse, ne? Aber
dann nach draußen jetzt so Politiker spielen, wie es manche Frauen ja im Moment machen, auf eine sehr unweibliche Art. Ich weiß nicht unbedingt, ob das eine Befreiung ist. Ja? Also ich wollte nur sagen, manchmal ist es auch ganz schön, wenn man zu Hause sein kann und jemand anders das Geld verdient. Ich habe es eine Weile lang so gelebt und das fand ich irgendwie zwar auch blöd, ich bin nicht selbstständig und so, aber wenn es dann selber alles machen muss, ist, ja, ja, hat alles seine Vor- und seine Nachteile, würde ich mal sagen. Also ich finde es jetzt ganz interessant, dass du dieses weibliche Thema ansprichst. Im Licht von der Integral Theory, was wäre denn eine geheilte Weiblichkeit? Das müssen wir rausfinden. Ja, hast du eine Idee, was das sein könnte? Ja, also für mich persönlich, ich bin ja sehr am Thema. Ich habe ja einige Frauenkreise und so, wo wir da öfters drüber sprechen, was ist eigentlich Weiblichkeit und was sind die weiblichen Qualitäten und so. Die Idee ist, ja, schon selbstbestimmt sein und Selbstvertrauen haben und nicht also sich runterbuttern lassen von anderen, aber gleichzeitig nicht kämpferisch, sondern durch Zuhören und durch Balance schaffen. Also auf keinen Fall diese Kompetition, ja, sondern das Weibliche sehe ich mehr als Co-Kreation, dass man gemeinsam was erreichen kann und nicht gegeneinander. Wir hatten ja als Frauen früher auch Kompetition, ne? Um den besseren Mann und den reicheren und sowas und so fort. Ne? Was du natürlich haben musst, wenn du selber keine finanzielle Grundlage hast, dann ist besser, du suchst dir einen Reichen als einen Armen. Heutzutage, wo wir ja im Leben stehen können, brauchen wir das nicht mehr unbedingt. Und insofern könnten wir jetzt von dem Streit, von dem Kampf ablassen und könnten aufgeben, unsere Manipulationswege, die wir hatten, um an Macht zu kommen. Denn wir Frauen hatten immer Macht, immer, immer. Vielleicht eine andere, als die Männer hatten, aber wir hatten hauptsächlich Macht über Männer und wir kamen es immer noch. Ne? Frauen waren gut zum Beispiel im Sex verweigern, wenn ihnen was nicht passte. Ne? Und da kriegen sie dann die Männer schon irgendwie. Also wenn wir bereit sind, auf dieses Spielchen zu verzichten und auf Verständnis zu haben für andere, nicht nur für Männer, auch für uns selber und andere Frauen und was immer passiert. Und vor allen Dingen unsere Qualität des Zuhörens. Das einsetzen und Räume schaffen, in denen sich Menschen öffnen können. Und ich denke oft für Männer, wenn sie dann als gewalttätig oder so rüberkommen oder egoistisch, es sei denn, sie sind noch auf der Stufe, ja. Aber sonst ist es oft so, dass sie sich nicht gewürdigt fühlen und nicht gehört fühlen. Und wir müssen lernen zuzuhören. Und ihnen auch zugestehen, so zu sein, wie sie sind. Ich sehe das immer wieder bei vielen Leuten, auch aus der eigenen Verwandtschaft, wie die Frauen, und ich selber ja auch, wollen, dass ihre Männer anders sind. Du solltest doch das und mach doch mal das und tu doch mal das und Selbstverwirklichung oder was, komm mal mit auf den Kurs und mach mal dies und jenes. Das heißt, wir sind immer dran am Rumziehen an den Männern. Es gibt so ein schönes Sprichwort, was ich mal gehört habe, das hat mir gefallen. Frauen wollen immer, dass sich ihre Männer verändern und die Männer wollen immer, dass sich ihre Frauen nie verändern. Ist was dran, ne? Ja, genau. Und also bei dem Stichwort Veränderung, da hake ich gleich mal ein. Und zwar, wie ist denn deine Erfahrung? Wie komme ich jetzt als Mensch auf eine nächsthöhere Stufe, ins nächste Holon? Wie geht das? Dich ins Leben schmeißen und dabei lernen zuzugucken. Das heißt, so eine Achtsamkeit zu entwickeln und so eine, weißt du, da ist immer einer da hier drüben und der zuguckt, was du gerade machst. Oder zu sagen, hast du das schon wieder gemacht, ja? So, wie wir das ja von unserer Familie her kennen. Ah, hast du schon wieder, ne? Habe ich doch gleich gesagt, ne?
Also nicht in der Art und Weise. Das übernehmen wir ja, ne? Weil wir das so als Kinder gehört haben. Und ich habe das ganz sicher gehört. Sondern dass wir lernen, uns selber zu beobachten, aber mit Freundlichkeit. Und uns selber zu vergeben für das, was wir falsch machen. Und man macht ja ständig was falsch. Das ist ja, falsch machen ist ja auch gut, weil da weiß man ja dann, was man nicht machen sollte. Ja, das ist, glaube ich, der einzige. Ich denke, ich bin so dahin gekommen, weil ich hab's, man kann es nicht bewusst steuern. Jedenfalls nicht die unteren Stufen, glaube ich nicht. Weil das ist einfach jenseits dessen, was du erfassen kannst. Bei den höheren Stufen natürlich kannst du versuchen, bewusst dich dahin zu entwickeln, indem, wie Wilbur sagt, cleaning up und waking up and growing up und showing up. Ne? Also diese Praktiken halt in dein Leben integrieren und dann auch Meditation kann es sein, aber muss es nicht unbedingt in meiner Hinsicht, sondern es kann Kunst oder irgendwelche anderen Dinge sein, die einen ähnlichen Effekt auf uns haben. Ja? Also bei etwas bleiben, ne? Zum Beispiel können, und das kannst du ja, wenn du künstlerisch tätig bist, dann bist du ja versunken in das, das ist wie eine Kontemplation. Ne? Und insofern bin ich der Meinung, Sitzmeditation ist, glaube ich, auch ein männliches Tool und nicht unbedingt ein weibliches. Aber es kann schon auch sein, manche Frauen kommen damit gut hin, ich komme nicht so gut damit hin, aber ich mache es trotzdem öfter mal. Ja, aber es gibt so viel heutzutage, was man probieren kann und probieren und gucken, wie geht's. Und irgendwann stellst du fest, uch, da bin ich ja. Heißt es jetzt, ist es mehr so ein Gehen oder ein sich fortbewegen, ohne dass man es richtig merkt? Oder hast du irgendeinen Moment in deinem Leben in Erinnerung, wo du sagst, boah, genau, jetzt habe ich die Stufe gewechselt? Ja, ich würde es nicht ausdrücken als die Stufe gewechselt, aber es gibt Momente, wo du merkst, oh, früher hätte mich das zum Beispiel wahnsinnig gemacht, das Gleiche, und jetzt sagst du dir, naja, ist nicht schön, aber es regt dich nicht mehr auf. Jetzt regen mich andere Sachen auf, ja, oder so, aber nicht mehr das, was vorher so ganz wichtig war. Und dass du auch, wie soll ich denn das sagen, du musst nicht mehr für Dinge kämpfen, wofür du früher gekämpft hast. Weil du, wie gesagt, einziehst, dass ich brauche nicht gegen Trump kämpfen oder Trump-Anhänger und ich brauche die auch nicht beleidigen oder irgendwas. Ne? Oder AfD-Leute oder was. Überhaupt nicht. Ne? Wobei ich nicht genau weiß, ob AfD was mit Levels of Development zu tun hat. Ich glaube, das geht durch die ganzen Parteien durch. Und politische Überzeugungen oder Ideen sind nicht unbedingt 100% mit den Levels zu verknüpfen. Vielleicht die Grundtendenz, vielleicht schon sowas wie Wissenschaftsgläubigkeit, wie das im Moment ist, und vor allen Dingen nur ein Teil der Wissenschaft ist wahr, der andere Teil der Wissenschaft, den müssen wir ja lieber zensieren, ja. Der passt nicht zu dem, was wir denken, und dann da muss er weg, ja. So. Also das hat nicht unbedingt was mit Levels of Development zu tun oder nur in dem Sinne, dass wenn du in Second Tier gelandet wirst, wirklich gelandet bist, dann würdest du so nicht mehr agieren in der Welt, wie du das heute siehst, in der Politik und überall. Ja, also mit Ausnahmen natürlich, aber ja, ich glaube, das ist... Genau, das ist gut, dass du jetzt das Second Tier ansprichst. Was ist denn für dich Leben in Gelb zum Beispiel? Oder was bedeutet, oder was macht das aus? Ja, du bist ja auch nicht ständig da, ja? Aber wenn du dort bist, Gelb oder auch Türkis, da, wie kann ich Ihnen das sagen? Da hast du eine andere... Das klingt so blöd, aber eine andere Herzöffnung. Mhm. Ne? Also du kannst mehr zulassen, du kannst mehr mit Freundlichkeit aufnehmen
Und vor allen Dingen bist du nicht mehr fixiert auf irgendwas, sondern wenn du, also mir geht es im Moment so, ne? Es geht ja gerade um Corona und ich reg mich da ja schon um einiges auf, ne? Aber nicht so, ja gut. Dass wenn du kannst selber, du versuchst selber zu denken und zu fühlen und zu erspüren und dann kommst du zu einer Schlussfolgerung. Und dann hörst du am nächsten Tag oder siehst oder erfährst was Neues. Und dann kannst du das alles überdenken vorher und sagst, oh ja, das gehört ja wahrscheinlich auch dazu. Guck mal, ja. Und dann kann es sein, dass du deine sogenannte Meinung änderst, musst nicht fix auf irgendwas bleiben, sondern du beziehst einfach mehr Informationen jeglicher Art. Das kann jetzt kognitive oder gefühlsmäßige oder sonst was sein. Das ist auch noch ein Punkt, dass du eben nicht nur kognitiv unterwegs bist wie in Orange und auch nicht nur mit Gefühlen wie in Grün, sondern dass du wirklich bemüht bist, das irgendwie zu verbinden. Und manchmal hast du auch das Gefühl, oh, das stimmt. Ja? Und dann ist das für mich so wie eine erspürte Wahrheit. Mhm. Ja, aber die hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich jetzt sagen kann, was ich als wahr erkannt habe, dass das unbedingt 100% wahr sein muss für dich. Ne? Auf keinen Fall. Aber ich glaube trotzdem, dass es so eine Art Annäherung an Realität gibt oder an Wahrheit oder an, ja, ich meine, absolut gibt es natürlich keine Wahrheit, da kann man sich wieder philosophisch drüber streiten, aber das meine ich ja auch nicht. So eine Art praktische Wahrheit, ne? Die möglichst viel Faktoren einbezieht, so viel wie es irgend geht. Und sich an keinem festhängt. Ich glaube, das kann ich so sagen. Mhm. Ja. Keine Ideologie draus machen, ja? Im First Tier ist ja alles noch Ideologie. Das ist ja das Ding. Und Second Tier kann eben auch dahin kommen, manche Leute, aber dann die Bereitschaft halt nachzugucken. Das gehört, glaube ich, dazu. Bereitschaft, das nochmal in Frage zu stellen, was jetzt gerade deine Überzeugung ist. Hast du da wirklich alles gesehen? Guck doch noch mal nach. Da kommen auch die Quadranten ins Spiel. Ne? Mhm. Hast du wirklich auf allen Quadranten geguckt? Ah, vielleicht nicht. Dumm gelaufen, blöd. Jetzt muss ich noch einmal ran. Ja? Also immer wieder und immer wieder neu rangehen. Ich glaube, das ist Second Tier. Mhm. Und mit einer größeren, ich würde mal sagen, Güte. Ja. Mhm. Ja. Mich würde interessieren, also du hast ja wirklich Kontakt, so wie es bei mir angekommen ist, zu ganz unterschiedlichen Gruppen und Organisationen und so. Sind da welche dabei, wo du meinst, dass die schon weiterentwickelt sind? Also gibt es zum Beispiel gelbe Organisationen? Und wenn ja, was ist denn deine Erfahrung mit solchen Organisationen? Also ich bin ja in Organisationen nicht tätig und ich weiß es, dass es die gibt, ne? Mit Frederic Laloux und seinem berühmtes Buch Reinventing Organizations. Ich weiß auch durch Otto Schama und diese Geschichten, die wir machen, dass vieles in Vorbereitung ist und auch im Versuchsstadium zum Teil schon ist. Ich glaube das, ja, aber ich habe keine direkte Erfahrung. Ich habe nur direkte Erfahrung mit Institutionen, die weit weg von Second Tier sind. Ja? Also tiefblau, manchmal auch weniger. Ja, okay, ich will nicht von italienischer Administration sprechen, aber okay. Ja, was ist das gewesen, wo du sagst, das ist das Wertvollste, was du mitgenommen hast von Spiral Dynamics oder eben der Integral Theory? Also von Spiral Dynamics ganz sicher das Verständnis, dass die Leute nicht böse sind, wenn sie es nicht schaffen, so zu denken, wie du denkst. Also in den Bereichen, weil sie es einfach nicht sehen können. Dass es einfach eine entwicklungsbedingte Geschichte ist und dass man, wenn man mit den Leuten umgeht, das Schlimmste ist, sie zu beleidigen und als blöd hinzustellen, sondern dass wir kollektiv, die wir weiterentwickelt sind, dass wir Wege finden müssen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und weißt du, so ein bisschen wie man mit Kindern spricht, ja?
Natürlich mit einer anderen Sprache, aber ich meine als Vergleich. Wenn du mit Kindern sprichst, dann erzählst du ihnen auch nicht, dass, was weiß ich, H2O ist Wasser oder so. Ne? Und dann musst du dann die ganzen Sachen dann mit CO2 und dies und Dings, das kennen die natürlich jetzt auch den Namen, aber sie wissen ja die Zusammenhänge nicht. Ne? Jetzt würdest du in also einem vierjährigen Kind wahrscheinlich nicht erzählen. Aber warum er sein Plastikzeug nicht auf die Straße schmeißen soll, ne? Das findest du dann schon Worte, ihm das zu erzählen. Ne? Oder was weiß ich, irgendwie mit CO2 hat es ja nicht unbedingt was zu tun, nur indirekt, aber ich wollte nur sagen, eine angemessene Sprache finden für die Leute. Ne? Und das sehe ich generell als eine Riesenaufgabe. Und gerade im Moment, wo sich die Leute ja die Wörter um die Ohren schlagen, bis zum geht nicht mehr und sich beleidigen. Klimaleugner oder Corona-Leugner sind es jetzt und ganz, ganz schlimm rechts, wer irgendeine Sicht gegen die Regierungsmaßnahmen auflehnt, ist ganz rechts und da müssen wir mit Wasserwerfern kommen, um sie zur Vernunft bringen. Das sind keine Wege, Verständnis zu schaffen und Kooperation und auch nur den Willen. Selbst wenn es vernünftige Vorschläge wären, denen zu folgen. Weil auf die Art und Weise tust du ja nur Widerstand. Ne? Das wissen wir auch alles von Kindern, wenn du die ordentlich dückst, dann entweder werden sie so ihr Leben lang unterwürfig oder sie werden müpfen auf und tun dann noch nicht mal das, was vernünftig ist, wirklich vernünftig wäre, annehmen können. Und so ist es mit uns. Ne? Ja. Ja, und von den Quadranten her eben einfach gut zu wissen, dass zum Beispiel die Wissenschaft die Religion nicht wegerklären kann und die Spiritualität die Wissenschaft nicht wegerklären kann. So als Beispiel, ne? Dass jeder Quadrant für sich selber steht und jeder Quadrant für sich selber seine Verifikationsmechanismen hat. Dass da also die naturwissenschaftlichen Wege nicht auf die inneren Wissenschaften übertragen kannst und auf keinen Fall deswegen sagen kannst, weil das da nicht geht, man kann es ja nicht messen, also gibt es das nicht. Ne? Und dasselbe dann auch mit den unteren Quadranten, dass man alles berücksichtigen muss für das, was es ist. Und dann ist es ja auch noch spannend, wir haben ja auch jeder Mensch einen bestimmten Quadranten, von wo aus wir bevorzugt die Welt sehen. Ne? Und sich darüber klar werden, dass das nicht die einzige Weltsicht ist. Wir können auch mal gucken, wie sieht es von einem anderen Quadranten aus. Ne? Da gibt es ein ganz, auf Integral Life gibt es da einen ganz schönen Kurzkurs dazu. Fand ich sehr spannend. Das ist gut, dass du jetzt Kurse ansprichst. Das wäre nämlich noch meine Frage gewesen. Hast du das Gefühl, dass ein Training in irgendeiner Form hilfreich ist, wenn man so einen Weg geht? Ja, es gibt ja das Buch von Ken Wilber, die integrale Life-Praxis. Ne? Da denke ich, das ist schon ganz gut. Das sind so begleitende Maßnahmen, ne? Die dann, wenn man die macht, natürlich keine Garantie hat, dass man weiterkommt, aber eine große Wahrscheinlichkeit. Ne? Dann habe ich jetzt gesehen, Integral Life macht jede Menge Angebote. Fast jeden Tag ist da irgendwas. Irgendwelche Body Mind oder weiß der Kuckuck was, irgendwelche Dinge, auch theoretisch und in viele nicht theoretisch, seit einem Monat oder zwei bieten sie das an. Ich habe noch nichts mitgemacht, aber weil es einfach zu viel. Ich mache auch, höre viel von Rebel Wisdom und von Stoa und solche Kanäle, die ich sehr interessant finde. Daniel Schmachtenberger zum Beispiel, den liebe ich sehr. Der ist also wirklich total integral informiert, aber er muss es nicht mehr sagen, ja, sondern er tut es und ist sehr tiefgründig und sehr klar und sehr, ja, sagen wir mal integral, ne? Und nachdem ich solche Sachen jetzt im Moment viel mache und höre und mich auch eben mit diesem Corona-Wahn beschäftige und versuche rauszukriegen, was da läuft, da habe ich da nicht allzu viel Zeit dazu. Mir ist heute oder gestern ist mir gekommen, ich bin ja nach dem Krieg geboren, du bist ja sicher ein bisschen jünger wie ich.
Also ich bin 52 geboren und da haben wir noch also nur Margarine und Äpfel zum Abendbrot gegessen und solche Sachen. Und als wir dann ein bisschen größer wurden, da kamen ja dann die Proteste gegen unsere Eltern. Wie konnte das sein? Ihr habt Schuld und so. Wie konnte das sein, dass ihr das nicht gemerkt habt, dass ihr da mitgespielt habt? Und jetzt denke ich mir, also das ist doch jetzt eigentlich Live-Film, wo du das angucken kannst, wie das passiert, wie du von einer, na, damals wurde er natürlich gewählt, der Hitler, und hat dann erst, aber der hat ja auch vorher schon angefangen mit Sachen, die Einschränkung, Missachtung von Freiheiten, Missachtung von Einheimischen. Coburg, übrigens, kennst du das Buch? Coburg, das habe ich irgendwo hier stehen. Coburg war die erste Stadt mit dem nationalsozialistischen Bürgermeister. Die erste Stadt, wo die Juden ziemlich früh verprügelt wurden und schlimmst angegangen wurden. Und in den ersten Jahren wurde noch Einspruch erhoben in der bayerischen Regierung und ist dem noch stattgegeben worden, aber nur in der ersten Zeit. Dann später haben sie gewütet. Ja? Also als ich das erfahren habe, habe ich auch gedacht, wow, wow. Und Also ich hatte furchtbar. Ich hatte gleichzeitig ein furchtbares, ein tiefes Mitgefühl mit unseren Eltern. Ne, mein Vater 19 geboren, meine Mutter 21. Das heißt, die haben ihre Kinder- und Jugendzeit in so einer Atmosphäre verbracht, wo überall Schreie aus dem Rathaus kamen, weil sie da einen jüdischen Geschäftsmann, glaube ich, verprügelt haben. Und ja, also das geht mir ziemlich nach. Und vielleicht ist es deswegen, dass ich mich so interessiere, was jetzt passiert, weil ich habe das Gefühl, wir sind wieder, die sagen zwar, wir müssen uns gegen die Rechtsextremen abgrenzen, aber eigentlich habe ich so das Gefühl, als ist das eigentliche Nazitum im Vorrücken da, wo jetzt gerade die Dinge beschlossen werden gegen die und vorgegangen wird gegen das Volk. Und das beunruhigt mich sehr, muss ich sagen. Oh, ich merke gleich, wie mir das da. Darf ich dazu eine Frage stellen? Gerne. Und zwar, also ich will mal kurz teilen, ich habe eine Freundin, die kenne ich sehr lange schon und seit Corona hat sie sich wahnsinnig verändert. Die hat angefangen, auf Demos zu gehen und so weiter und ich habe dann für mich gemerkt, boah, da passiert irgendwas mit ihr, wo ich mir so gedacht habe, ja, also da sind jetzt gerade Sachen, die da passieren, die sind nicht richtig oder beziehungsweise ich fühle mich eingeschränkt in meiner Art zu sein. Und ich merke aber, dass mein Weg jetzt zum Beispiel nicht der ist, auf die Straße und demonstrieren und so weiter. Und meine Frage an dich wäre, wie siehst denn du das für dich? Also wo ist denn jetzt zum Beispiel dein Platz in diesem Ganzen, wo du dann die Hand hebst und sagst, da steige ich jetzt ein und da sage ich was und da wäre ich aktiv. Ist das dann eine integrale Ebene? Schiebe ich gleich noch hinterher? Oder wie würdest du das benennen? Also ob es integral ist oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Da muss ich drüber mich mal auch mit Leuten unterhalten oder so. Also für mich war es eben so, am Anfang habe ich das eingesehen, weil ich habe halt gehört, na ja, gut, das ist ein Virus, den kennen wir noch nicht und das könnte alles Mögliche sein. Und da habe ich halt gedacht, okay, sehen wir mal. Ne? Und dann ist es ja gut, wenn Verordnung, irgendjemand muss ja sagen, wo es lang geht. Ne? Und dann habe ich halt beobachtet, dass anders, die sind ja auch andere Wissenschaftler mit der gleichen Qualifikation, die genauso arbeiten wie die anderen, zu anderen Ergebnissen kommen und dass die nicht diskutiert werden, sondern abgewehrt werden. Da habe ich gedacht, na, das ist aber komisch. Eigentlich, was ich unter Wissenschaft verstehe, ist, dass man sich zusammensetzt. Ich interpretiere das daraus, ich habe das gefunden. Jetzt gucken wir mal, wie können wir da gemeinsam zu einem Ergebnis kommen. Stattdessen sehe ich, dass die werden von den Plattformen verbannt, sie werden verunglimpft. Und je mehr ich das sehe, desto mehr kommt bei mir dieses Unrechtsempörung. Das ist nicht eine Art und Weise umzugehen. Um mit den Menschen umgehen, sie einzusperren in
ich meine, zum Teil winzigen Wohnungen. Ich meine, ich habe es gut. Für mich ist es alles das Gleiche. Ich lebe hier praktisch außer Einkaufen, wo man jetzt diese blöde Maske aufsetzen muss. Aber ich bin immer auf meinem Grundstück, fast immer, bin nur im Internet. Ich habe alles um mich rum. Mich persönlich tangiert das überhaupt nicht. Aber ich habe dieses Mitgefühl für die Menschen, die erstens ihre Jobs verlieren, die ihre Geschäfte verlieren, die völlig überschuldet werden, obwohl ja alles erhalten werden soll. Aber die Geschäfte sind ja jetzt schon zu. Ne? Und die Menschen, die eingesperrt werden. Am Anfang durften wir ja noch nicht mal in den Park gehen. Ja, also sowas Verqueres. Und dann, um jetzt auf die Frage mit Frauen nochmal zurückzukommen, es dürfen ja auch keine Sport mehr gemacht werden. Männer haben im Allgemeinen, denke ich mal, ist das wohl vielleicht bewiesen, ein bisschen mehr Adrenalin als Frauen. Und für die ist es gut, wenn sie das öfter mal loswerden können. Und jetzt sitzen sie zu Hause mit Frauen und Kindern in einer winzigen Bude. Du kannst dir vorstellen, wo das Adrenalin losgeht. Und das kannst du ihnen noch nicht mal anlasten. Und dass diese Sachen so in Kauf genommen werden oder so abgewehrt werden, als wäre das einfach nicht da, das nervt mich. Das macht und auch, dass es keine transparente Kommunikation gibt. Weißt du, ich mache gern was mit, wenn du mir genau erklären kannst, warum ich das machen soll. Aber einmal sagen sie, frische Luft tut gut. Dann sagen sie, Kinder sollen auch Masken tragen. Dann sind Wissenschaftler, auch Kinder, Neurologen, die sagen, das ist das Schlimmste, was du mit Kindern machen kannst, dass sie keinen Sauerstoff, nicht genügend Sauerstoff kriegen und ihr eigenen Kohlendioxid einatmen. Das sind Langzeitschäden, Minderentwicklung des Gehirns und so. Das scheint alles überhaupt keine Rolle zu spielen. Und dann, wenn du die Totenstatistik ansiehst in Deutschland, in Italien ist es ein bisschen anders, aber in Deutschland überhaupt keine Excess-Deaths, überhaupt nicht. Weit und breit nichts davon zu sehen. Und dafür soll das ganze Volk geknetet werden, wider seinen Willen sozusagen. Das macht für mich keinen Sinn. Persönlich folge gerne geboten, wenn sie Sinn machen. Ich gehe auch, wenn ich ins Geschäft tue, mache, setze auch eine Maske auf. Ist nicht so, dass ich jetzt so rumrenne und so, ich bin dagegen. Nee. Aber in meinem Inneren sagt sich, das macht keinen Sinn. Und wo es keinen Sinn macht, folge ich dem nicht. Versuche ich mich zu entziehen. Ich meine, ich bin ja entzogen hier, aber ich würde mich, wenn ich in der Stadt leben würde, würde ich irgendwie versuchen, mich zu entziehen, so gut wie es geht. Weil den Quatsch mitmachen. Und ich würde mich eben dann auch, ich bin jetzt auch dabei, also ich weiß nicht, wie ich aktiv werden kann. Auf die Straße gehe ich nicht, um mir eine staatlich verordnete Dusche einzufangen. Nicht? Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich muss jetzt auf irgendeine Art und Weise auch aktiv werden und warnen und sagen, das geht so nicht. Und was ihr für psychologische Schäden anrichtet, was die Frauen wieder die Leidtragenden sind darunter. Ja? Einmal müssen sie die Kinder versorgen und mit denen auch noch Unterricht machen und dann vielleicht auch noch arbeiten nebenbei und dann noch die Aggression auffangen, die da. Es ist zu viel, was da verlangt wird. Wofür? Wofür? Ich frage mich, wofür? Dafür, dass Leute sterben, die 80 sind? Na, ich weiß nicht, ja. Also das sind bei mir die Gedankengänge. Ne? Ja, ja, ja. Und wie gesagt, für mich macht das keinen Sinn. Für mich macht es Sinn, dass wir so schnell wie möglich dadurch gehen sollten, indem eben Freiwilligkeit hätte sein sollen, wie in Schweden. Und jetzt kriegst du keine Freiwilligkeit mehr hin. Der Zug ist abgefahren, ne? Naja, jetzt sag du mir mal, was ist da dran integral und was ist da dran nicht integral? Das ist eine gute Frage. Also ich habe auch keine Antwort darauf. Ich kann auch einfach nur Ideen noch teilen. Ne? Also, ja, gerne. Ich habe letztes Wochenende eine Gemeinschaft besucht, die als Familie anerkannt ist. Und ich habe mir gedacht, ich bin in einer anderen Welt gerade gelandet.
die leben auf einem, ich weiß nicht wie viel Quadratmeter, riesen Grundstück mit mehreren Gebäuden und so weiter. Und da ist es wie früher. Also die Menschen gehen sich nicht mehr aus dem Weg, die Menschen tragen keine Maske und so weiter, aber alles legal, weil sie als Familie gelten. Und ich habe mir nur gedacht, in was lebe ich eigentlich? Ich habe dann so richtig so gemerkt, boah, ich habe mich total eingerichtet, auch in dieses, okay, ich trage eine Maske beim Einkaufen und überhaupt und auch immer diese Distanz und selbst, ich wohne jetzt hier auch nicht anonym, aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer gewesen zu spüren, diese Vergangenheit, in der ich da wieder war. Also quasi dieses Normal von früher, wie sehr mir das fehlt und wie sehr. Also da habe ich auch so viel Mitgefühl gehabt, wie viel das allen anderen wahrscheinlich auch fehlt. Dieses wirklich Menschsein, ohne Angst zu haben. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr geprägt hat, wo ich mir gedacht habe, so will ich nicht mehr leben, wie wir jetzt hier gerade leben. Das geht für mich nicht mehr. Und ich habe keine Antwort, weil auf einer anderen Ebene mag es richtig sein, dass wir hier Mundschutz tragen und diesen Abstand halten. Also ich will auch nochmal sagen, also da gibt es unterschiedliche Ebenen auch. Es mag in irgendeiner Ebene richtig sein, aber es gibt eine andere Ebene, die findet überhaupt keine Beachtung in diesen ganzen Maßnahmen, nämlich diese ganze psychologische Ebene. Alles, was da gerade mit den Menschen passiert, die total vereinsamen und gar nicht richtig merken, weil sie sich zuballern mit Netflix oder so. Also einfach nur, um da, weiß ich nicht, den nächsten Tag irgendwie hinzukriegen. Also, und das ist doch kein Leben. Ja. Ja, und denk auch mal die Kinder, die waren jetzt traumatisiert. Wir Total. haben so viel getan, versuchen, das Trauma aus der Kriegszeit, Nachkriegszeit aufzuarbeiten. Und jetzt wird ihnen ein Trauma ohne Krieg aufoktroyiert. Dass sie Angst haben, die Verantwortung tragen, dass vielleicht durch sie die Großmutter gestorben ist. Oder wenn sie später stirbt, die kann in 10 Jahren sterben erst, ja. Und das Kind, was jetzt 7, 8 Jahre ist und hat gesagt gekriegt, sie dürfen nicht zur Großmutter, denn sie könnten ja und so, die wird in 10 Jahren noch das Gefühl haben, sie ist dran schuld, dass die Großmutter gestorben ist, ja. Es ist unverantwortlich. Es ist absolut unverantwortlich. Und du merkst es ja bei dir selber auf, selbst ich, wo ich praktisch normal lebe, aber ich merke trotzdem, dass ich plötzlich ja Abstand halte und so. Das macht was mit uns. Das macht ganz tief was mit uns. Und bis und ob wir das jemals überwinden und wieder Vertrauen in den anderen haben und wieder unbeschränkt oder wie sagt man, so einfach so auf jemanden zugehen können. Dann auch zum Beispiel, wenn du einen Partner suchst, ja, heute, wie suchst du denn heutzutage einen Partner? Ne, nix, ne? Vereinzelt irgendwo, jeder in seiner Wohnung. Ne? Und ja, nicht anfassen, das könnte ja, oh Gott, könnte ja die nächste, übernächste Großmutter noch sterben. Ja? Also ich meine, ich bin ein bisschen polemisch, aber ich gehöre ja auch zur Risikogruppe, so gesehen. Ja? Aber ich finde es einfach nicht gerechtfertigt. Ich finde es gerechtfertigt, dass für Leute ab 60 wirklich gut gesorgt wird und dass die Wahl haben. Was weiß ich, ein paar, so wie dieses Great Barrington Declaration rauskam, ne? Kennst du die? Die gesagt haben, wir sollen wirklich gut dafür sorgen, dass die Leute ab 60 entweder von zu Hause arbeiten, wenn sie noch arbeiten, oder sonst wirklich geschützt sind, wenn sie das wollen. Und alle anderen so leben sollen, wie sie wollen. Und dann sind sie halt infiziert. Ja, gut. Das will man ja eigentlich mit dem Vakzin auch haben, dass sie infiziert sind. Das ist ja so was Ähnliches, nicht? Dass man die Immunität herstellt. Und wenn das so geht und bei den meisten, allermeisten der jüngeren Leute ohne Krankheiten sind, passiert halt nichts weiter, ne? Ja. Ja, also ich frage mich auch, also wo ist da mein Platz, also in dieser, wo kann ich meine Stimme erheben, Ja, das sozusagen? frage ich mich im Moment auch. Und Aber ich. dadurch, dass wir das jetzt reden, tun wir ja schon eine Stimme erheben, ja. Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich letztes Mal gelesen habe, war, dass es eben so verschiedene Ebenen auch gibt. Einmal die Ebene, die sagt, wir müssen demonstrieren und so weiter. Und dann die nächste Ebene, die hinterfragt, sagt, okay, was ist jetzt hier überhaupt los?
Und die dritte, die wirklich sich mit Bewusstsein auseinandersetzt und da auf der Bewusstseinsebene einen Wandel vollzieht sozusagen. Und also die Demonstrationsebene bin ich nicht. Hinterfragen glaube ich auch nicht. Ich glaube dann eher, dass ich irgendwo in diesem Bewusstseinsfeld unterwegs bin. Aber da habe ich meinen Platz auch noch nicht so richtig gefunden. Und ja, finde den Austausch jetzt aber auch total wertvoll, gerade genau über dieses Thema. Weißt du, ich habe das Gefühl, kennst du die Archetypen der Seelen von Wada Hasselmann? Wenn du eine junge Seele bist, dann gehst du auf jeden Fall auf die Straße, wenn du das möchtest, nicht? Aber als alte Seele gehst du nicht unbedingt auf die Straße. Da findest du andere Wege. Und es würde auch überhaupt nicht zu mir passen, auf die Straße zu gehen. Ich bin noch nie auf die Straße gegangen, ne? Und durch diese Seelenlehre habe ich das so ein bisschen kapiert, dass ich bin alt drei, da ist zwar noch einmal eine Aktivität da als Grund-Equipment, aber es ist eine andere Aktivität als junge Seelen. Ja? Und wir haben ja sehr viele junge Seelen in der westlichen Welt noch, sehr, sehr viele. Und die sollen ruhig die Arbeit machen, die sollen ruhig dahin gehen. Und das finde ich klasse und sie haben meinen Beifall und alles, aber ich gehe deswegen nicht mit hin und lass mir auch nicht einreden, dass ich deswegen irgendwie, ja, ich hatte hier Leute, die haben dann gesagt, ich sei dann wohl ein Klimaleugner, wenn ich nicht mit zu Fridays for Future gehe. Ne? Das lasse ich mir nicht einreden, deswegen. Aber es ist endlich meine Art. Hinterfragen, insofern, als ich möchte gern wissen, was wirklich dahinter steckt. Ja? Insofern hinterfrage ich schon. Und diese Geschichte jetzt mit diesen Impfstoff, der jetzt kommen soll, der ist mir auch total suspekt. Und dann da verbringe ich meinen Tag mit, da suche ich nach Informationen. Was sagen andere darüber? Ne? Dann, dass es ein vollkommen neuer Impfstoff ist, der auf Genmanipulation basiert, hat es noch nie gegeben. Bislang haben Impfstoffe bis zu 5 Jahren Ausprobierzeit, um die Langzeitwirkung zu Schäden zu untersuchen. Und jetzt soll ein völlig neuer Impfstoff, mit dem sie noch keinerlei Erfahrung haben, in einem halben Jahr durchgeboxt werden. Da kann doch auch irgendwas nicht so ganz stimmen. Ja, also solche Dinge gehen mir durch den Kopf. Wohl wissen, dass ich persönlich wahrscheinlich nichts dagegen machen kann, aber wer bereit ist, die Infos zu geben, zu hören, dann schicke ich Videos rum, die ich gerade gehört habe. Da gibt es irgendeinen aus Österreich, der das ganz glitzeklein erzählt, der da eben auch vom Fach ist. Es sind ja nicht alle, die irgendwas sagen, sind so wie wir, die wir keine Ahnung haben, wirklich. Ne? Also ich nehme nicht an, dass du ein Virologe oder Immunologe oder Biologe oder was bist. Und ich bin es auch nicht. Also müssen wir uns darauf verlassen, dass was andere Leute uns sagen. Und dann können wir eben schon, sagen wir mal, auf unserer weiteren Entwicklung basieren, dass man so hineinfühlt, was kommt bei dem Menschen rüber, wenn er spricht. Ne? Und dafür ist ja auch Video so toll. Kann man auch sehen. Und dann, wem ich vertraue und wem ich nicht vertraue, ist oft so, ja, dass ich zwar höre, was er sagt, finde es vielleicht gut, aber ich merke auch, dass ich da nicht unbedingt immer ideologisch sage, ja, es ist endlich auch einer, der das auch so sagt, sondern ich höre mir es so an und sage, ja, das macht Sinn und der Mensch scheint mir kompetent zu sein und so wie er es ausdrückt und so. Und so hangel ich mich von einem zum nächsten, ja, um mir selber ein Bild zu machen. Aber wer kann das schon machen? Ja, also das braucht wahnsinnig viel Zeit, um da auch alternative Informationskanäle sich zu öffnen. Ganz klar. Also zum Abschluss hätte ich jetzt noch eine Frage. Und zwar würde mich interessieren, was du an Menschen bisher kennengelernt hast oder die dir begegnet sind, wo du sagst, also das ist jetzt eine ganz hohe Entwicklungsstufe, die jetzt gerade dieser Mensch hat, der mir jetzt da begegnet. Kannst du da einen Namen nennen? Nein, Namen würde ich auf keinen Fall nennen, aber es ist auch sehr schwer zu sagen, weil
Weißt du, Jeff Sausman sagt immer, er ist integral an seinen besseren Tagen. Ja. Es ist, glaube ich, ein Irrglaube zu denken, dass man überall und immerzu auf der Ebene handelt, die die höchstmögliche Ebene ist, die man vielleicht schon erreicht hat. Ja. Und nee, da kann ich wirklich nichts dazu sagen. Du hast manchmal das Gefühl, es ist auch wieder ein Gefühl mehr. Hast ein Gefühl, Mensch, der hat ein größeres Verständnis oder eine andere Art. Und anders ist ja auch noch nicht unbedingt ein Qualitätsurteil, sondern es ist wirklich schwer zu sagen. Ich meine, nur, dass du mit jemandem eine Affinität spürst, muss ja nicht unbedingt sein, dass du integral bist oder der oder die integral. Ne? Also es können ganz viele Ebenen sein. Aber was mir gerade auffällt, indem ich das so sage, ich glaube, eine Art, integral unterwegs zu sein, ist die, zu beobachten, was man sagt und zu versuchen, möglichst keine ideologischen Standpunkte zu machen, sondern wie ich jetzt gerade gesagt habe, auf die eine oder andere Art oder so. Ne? Also, dass man versucht, es nicht als Wahrheiten darzustellen, selbst wenn es einen im Moment als Wahrheit überzeugt, aber immer im Hinterkopf haben, naja, vielleicht ist es doch nicht so. Also ich will es auch nicht Zweifel nennen. Was ist denn das? Es ist nicht unbedingt Zweifel, sondern ist ein Bewusstsein dessen, dass die Dinge sich verändern und dass auch deine eigene Einstellung sich verändert und dein eigenes Beurteilungsvermögen und ja, je mehr du wieder aufnimmst oder so. Ne? Also ich glaube, das ist eine Art, wenn man integral unterwegs ist, dass man nicht etwas reindrückt, entweder sich selber oder ein Konzept oder ein, sondern immer bereit ist, das nochmal zu überprüfen oder anzuhören, was andere sagen, sowas. Ich glaube, dass das ist. Aber wer da nur besonders gut drin ist, muss mal rumhören. Ja, es ist vielleicht aber auch ein altes Paradigma, weißt du? Mhm. Irgendwie diese Stufen bedeuten ja nicht irgendwie, ich kriege dann ein Sternchen oder ein Bienchen oder sowas, weil ich jetzt bin oder so. Das ist auch ein altes Denken. Ja? Das ist exactly. Das wurde leider oft so gesehen, ja. Also, dass man, ich bin doch besser höher entwickelt, deswegen bin ich auch besser, nicht? Also diese Verwechslung von gut und schlecht und evolutionary development, ne? Also, dass man Werteurteile abgibt, wo keine Werteurteile hinkören. Ja? Und dass es eben Aufwachsphasen gibt in bestimmten Prozessen, ob das nur menschliches Aufwachsen ist oder in einem Produktionsprozess und so. Ne? Oder wie Wilber immer sagt, von Atomen zu Zellen zu irgendwas. Ne? Das sind ja Gegebenheiten, aber das hat halt nichts mit gut und schlecht zu tun. Ne? Ja. Ja, Heidi. Oh, super. Habe ich wieder viel erzählt. Ja, toll, ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch für die tollen Fragen. Ja, wunderbar. Ja, super.